Willkommen zurück zu Ask Reddit. Das heutige Thema sind Vorstellungsgespräche. Viel Spaß. Was waren die unverschämtesten Sachen, die man in Vorstellungsgesprächen zu euch gesagt hat? Es ging um einen Ausbildungsplatz zur Industriekauffrau und fragt mich nicht, was ich genaues erzählt habe, war gerade mal 16 und habe mich anscheinend etwas wirr ausgedrückt. Mir saßen zwei junge Personaler, max 10 Jahre älter als ich, gegenüber. Nach dem Gespräch wurde sich mit einem Handschlag bei mir verabschiedet mit den Worten: Danke für Ihre Zeit, aber wir haben kein Interesse an jemanden, der sich spätestens mit 30 vor den SIG wirft. Ich war so perplex und verstand gar nichts. Habe die ganze Zugfahrt nach Hause nur geheult. Zu Hause angekommen hat meine Mutter in dieser Firma auch angerufen und sich beschwert. Mir war das damals unangenehm, aber mittlerweile kann ich's nicht fassen. Ich war 16. Darf man die Firma preisgeben? Es ist auf jeden Fall ein deutscher Marzipanhersteller aus dem Norden, den ich natürlich bis heute boykottiere. Termin per Mail gemacht für nachmittags. Schnell Zugtickets gebucht. Einen Tag später wurde der Termin auf vormittags verschoben. Ich war jung und willig, hab das Ticket storniert, ein neues gekauft und ein Hotelzimmer für die Nacht davor. Im Gespräch kommt dann Heini XXX rein, der weder meinen Lebenslauf gelesen hat, noch wusste, worum es geht. Ach, Sie kommen aus... Dann hätten wir ja nachmittags einen Termin machen können. Gleiches Gespräch. Sie können dann ja auf der anderen Rheinseite wohnen, da ist die Miete günstiger. Habe dann natürlich nicht angefangen. Nicht direkt im Vorstellungsgespräch, sondern danach bei der Probearbeit. Das Vorstellungsgespräch lief super. Ausbildungsplatz als Verwaltungsfachangestellte im Heimatdorf von meinem Vater. Da mein Nachname sehr geläufig ist in dem Dorf, meinte die Frau während der Probearbeit: Du gehörst doch sicher zu den Xüs. Ich: Nein, mein Opa war sie. Sie in einem richtig abwertenden Ton: Ah, die Xüs, und war danach merklich unfreundlicher. Was war alles so subtil, aber insgesamt extrem unverschämt. Die Familie von meinem Vater war arm. Viele Kinder, häusliche Gewalt war ein Thema, aber nie kriminell oder sowas. Und mein Vater und die meisten meiner Onkel und Tanten haben aber auch richtig was aus sich gemacht. Aber das war für die Damen wohl alles nicht gut genug. Da bleibt man immer, die XYZ sagt einem eigentlich alles, was man über das Leben in Dörfern im Schwarzwald wissen muss. Edit. Hab den Job dann übrigens auch nicht bekommen. Ob es nur daran lag, K.A. natürlich. Aber ja, war aus heutiger Sicht das Beste, weil ich so doch mein Abi nachgeholt und studiert. Sie sind unverheiratet und haben bereits ein Kind. Was ist, wenn Sie sich von Ihrem Partner trennen? Und dass Sie unverheiratet sind, passt nicht zu unserem Weltbild. Nach der Elternzeit von Kind 1 auf Jobsuche als Erzieherin. Allgemein die Frage, wer passt auf das Kind auf, wenn es krank ist? Ja, wer möchte? Auch die Väter dürfen kindkrank machen.